Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 1, die Staffel 2. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich immer noch krank bin. Also krank im Kopf natürlich. Nein, ich bin voll erkältet und total scheiße. Ich hoffe, man hört's nicht. Ja. Uah. Wenn ich... Jetzt lege ich mir schon einen Timer neben mein Dings. Keyboard, also da wo die Tasten drauf sind. Tastatur. Lege ich mir schon direkt daneben und immer noch und ich vergesse es immer noch. Meine Fresse. Trinken wir mal Mana-Trank. Komm, betätigen wir den dann noch. Ja, und da ich jetzt nichts Besseres... Danke, man hätte mich auch davor warnen können, dass ich, dingsen kann, dass da eine Pfeile ist. Oh, super, super. Zwei darauf, darauf ein und darauf jeweils ein. Woohoo. Oh, hier. Der Ruhm ist doch sehr schön. Und da nehmen wir das da. Und gehen wir mal nach unten. Rüstungsstufe 4 anlegen. 4. Ja. Warum kann ich das nirgends draufpacken? Ach, scheiß drauf. Und gehen wir die Treppe nach unten. Wie? Ah, feuchte Kammer. Ja, da habe ich das letzte Mal gesagt, die feuchte Kammer der Frau. Ich erinnere mich, hier müsste das erste Mal der, nicht der Aldrich, weil das ist ja der Aldrich neben uns, sondern der jetzt hab Ding ich sein. Was hast du mit Aldrich gemacht? Ah, nee, das ist doch Aldrich. Ich habe nach Syl geschickt. Aber von euch oder eurem Freund war nicht die Rede, soweit ich mich erinnere. Dennoch könntet ihr euch als nützlich erweisen. Ruhig! Nein! Alter, voll mies! Also man sieht schon, dass man auf ich habe wenig Mana. Auf Hundifass! Auf normal etwas mehr Schwierigkeiten hat. Zimmer ich mir mal über einen Heiltrank und einen Mana-Trank rein. Weil ich will ja nicht krepieren. Alter, der arme Brink. Alter, hat er da so auf einmal so eine übelst ekligen Abszess da am Arm. Alter, ihr Ruhm ist gestiegen. Ja. Ah, ich hasse die Fotze.
Oh nein, mein Freund! Ach, was? Nein, mein Freund! Heul nicht. Ihr sagt, Ulrich wäre dafür aber verantwortlich? Dann war sein Brief eine Falle? Aber warum? Sie haben eine Aufgabe erhalten. Aber warum? Weil er ein hässliches Arschloch ist. Truhe, Truhe ist immer gut. Identifizierungsrolle. Oh, wir haben hier einen Fähigkeitspunkt zu vergeben. Klatschen wir den mal darauf. Toll, festgeglitscht. Na super. Na super. Ich weiß. Ach, das ist einfach so schön. So schön. Das Spiel ist einfach so schön. Wegpunkt aktiviert. Ja, dann... wir haben ja hier so ein geheimnisvolles Schwert bekommen. Oh! Oh! Die wollen mich verarschen, erforderte Stärke 21. Ja, C war es. Vier! Vier fehlen uns hier. Man sieht hier die Stärke. 20. Und für das epische Hoffnung der Ahnen. Ich muss kurz husten. So, da bin ich wieder. Und für die epische Hoffnung des Ahnen braucht man 21. Aber 112 Schaden ist schon geil. Ja, wir lassen es auf jeden Fall Fall erstmal im Inventar. Ne, aber wir gehen auch mal in die Stadt wieder. Back in the city. Oh. Alter, ich bin noch so irre. So bekloppt im Kopf. Ach, stimmt. fang mich. Ach, als Maul. Ihr seht stark aus. Mein Vater beschützt die Stadt. Ja, ist klar. Aber seit ich bin Vater. Cool, wusste ich gar nicht. Ja. Hallo, ich bin Albert. Albertos. Oh, Albert. Und die was? Ach ja. Nee, hier die Taste, stimmt. Brumms erhöht. Nein, weg. Das klatscht mal darauf, Heiltrank. Ah, stimmt, die kann man nur 21 mal stacken. Frost und... Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ja. Ja. Oh, wir reisen in die feuchte Kammer. Oh. Nein, wir... Lohnt sich das jetzt noch? Ich guck kurz, wie voll die Folge ist. Ich rede mal ein bisschen mit dem. Begrüßet seid ihr. Hey, hallo, willkommen in Torchlight. Ich bin Hutch, der reichste Mann der Stadt. Nun, zumindest ist das mein Plan. Ich habe noch nicht alle Details ausgearbeitet, aber der Schlüssel dazu ist dieser Zauberstab. Er öffnet ein Portal an einen ganz bestimmten Ort. Und ich bin sicher, dass der wertvollste Schätze, dass der voller Schätze ist. Das Problem ist, er ist auch voller Monster. Also kann ich nicht selbst nachsehen, weil ich eine hässliche kleine Pussy bin. Wenn ihr mit den Monstern fertig werdet und mir die besten Schätze bringt,
die ihr dort findet, könnt ihr Gold und Waffen für euch selbst behalten. Aber seid vorsichtig. Ich glaube nicht, dass andere Portale dort funktionieren. Was sagt ihr dazu? Was sagen wir dazu? Natürlich nehmen wir es an, Mann. Das gibt Ruhm und Erfahrung. Und Heiltränke. Sie haben eine neue Quest gestartet. Alter. Ja, ich gehe da. Ich werde reich, aber ihr müsst mir helfen. Alter, wieso, Leute? Aber... krass. Ja. Dann ist die Folge rum. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und ciao, ciao.